Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der Hofbergmann zusammen mit dem lieben Niklas und Sinan. Hallo. Hallo. Und natürlich mit dem Robby. Weißt du, sonst wird das immer schön angekündigt, so hey, ich starte jetzt die Folge. Mhm. Ja, Leute, ihr merkt schon, wie es bei uns läuft, ne? Der Chef schaut zu, die Sklaven arbeiten. Ha! Das hättest du wohl gern. Ey, Jung, mach, dass du dich auf den Trecker setzt und hier loslegst. Komm, zack, zack. Nix mit hier von wegen. Chef steht da und macht nix. Unfassbar, ey. Wenn das so weitergeht, kündige ich. Nee. Das mache ich dir so klar, dass du zwischen fließenden Radl fahren kannst. Was? Was war das? Das mache ich dir so klar, dass du zwischen fließenden Radl fahren kannst. Das Ganze erstmal bitte auf Hochdeutsch. Sonst mache ich dich so klein, dass du zwischen so fließenden Rad fahren kannst, oder? Ja, genau, ja. Lol. Nichts verstehen Ausländer. Ja. Ey, das ist aber cool. Also allein der Spruch. Ja. Hammer. Ja, wir haben wenig gespult. Sind jetzt im März angekommen. Halt mal die Fresse. Ja, Chef. Ja, endlich. Wolltest du doch hören. Sag ja, nur, weil du es hören willst. Ja, ach. Ja. So gut. Als ob du beim Sehen schneller fährst, als ich beim Striegeln. Ja. 19 km/h war es gerade, klar. Wie unrealistisch ist denn das? Warum soll das denn, hey, warum ist das unrealistisch? Im Striegeln ist doch viel schneller normal wie Sehen. Mm-mm. Ja, darf ich jetzt wieder? Nein. Und wir hatten ja gesagt, ja, bei Feld 6 machen wir mal einen Test mit Gülle. Deshalb habe ich mir ein Güllefass gemietet. Und jetzt die anderen ein bisschen nerven. Ich sehe schon, wir können die nächsten paar Jahre hier nichts ansehen. Aber hier ist alles perfekt, ne? Was? Stickstoff und pH-Wert. Ja, es kann trotzdem ein bisschen Stickstoff drauf. Nee, Stickstoff ist zu viel. Was? 110 von 100. 105 von 100. Also vorne war es nicht. 115, 120, 125. Du musst auch, wenn du als Person dahin läufst, dann musst du auch weiter ins Feld reingehen. Ja, hier ist überall zu viel drauf. Am Rand ist immer so eine Sache. Nämlich verarschen. Ah nee, hier ist 100 von 140. Das ist er. Ich fahre auch direkt über das nächste Feld schon, ja. Ja, ja. Ja, Leute, wenn ihr das gleich beim Robby seht, wenn er da ist, so gefällt mir das persönlich sehr gut. Wenn alle drei auf dem Traktor sitzen und am selben Feld oder am nebeneinander liegenden Feldern arbeitet, das ist sehr gut. Wer sagt, dass ich arbeite? Ich habe einen Pole eingestellt. Wow. Einfach nur wow. Natürlich nicht. Trotzdem fährt er selber. Ich bin in dem Fehler. Ich sitze auf dem Beifahrersitz. So tun als ob, ne? Ja, genau. Füllung starten. Welches hast du denn jetzt gemietet? Eins, wo Gülle reinpasst. Ja, genau. Ha! Ha! Das von Farmtech. Das Pollux 1550. Hier denn? Ah, nix. Muss wahrscheinlich erst einschalten. Ne? Ich habe jetzt 28%. Wie viel hast du drin? 4000? 5000 bei 32% jetzt. Okay. Läuft langsam. Ganze Strophe stopft die Schläuche. Ja, wir haben es den Praktikanten immer wieder gesagt, mach die Stelle richtig sauber. Ja.
Boah, wenn das Güllefass verstopft ist, dann kriegt der Praktikant da rein. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Sehe ich auch so. Aber der dicke Bertha ist gerade zu mir gelegen. Eigentlich der Zubringer noch voll? Der ist noch randvoll, ja. Gut, wenn ich dann leer bin, dann kann einer mit dem Zubringer kommen. Ich bin, denke ich mal, als erstes fertig und dann kann ich das machen, ja. Danach müssen wir noch mit der Walze drüber rennen und dann... Das kann dann direkt Niklas machen, weil ich ja dann den Zubringer dran habe. Ja. Außer ich bin vorher fertig, dann mache ich das. Oh, es hat Düngemission. Oh. Wunderbar, diese. Von 89, 90. Doch so schnell, ja. Ja, 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 ja. Ja, 100, 100. Losfahren. Applaus. Ja, erst wieder aufwachen. Und da hast du dich mal eben selbst erschreckt, ne? Ja. Oh, es war noch, oh fuck. War ja klar, dass ich bremsen muss. Na klar. Ich hab ein Mietgerät dran. Du auch. Ja, nicht die Bremsen verschleißen. Ich hab's natürlich mit Sensor ausgestattet. Gibt's die Möglichkeit. Und der erste Tropfen fließt. Was? Nee. Dann mach anders Ding. Ja, da. Das Manual Sensing. Misst der Stickstoffgehalt der Gülle. Lass die Scheiße fließen. Oh, die Scheiße fließt. Boah, hier stinkt's. Weißt du, das hört sich jetzt so falsch an. Der Schlauch war nicht mal draußen und der sagt, es stinkt. Der musste ja wissen, ne? Der Gülle-Schlauch, Junge. Ja, ja, meine ich ja. Ja, ja. Ja, wobei, das ist ja eher 18-Plus-Kanal, ne? Oder? Ja. Man da noch. Dann kann man ja auch über sowas reden. Ah. Aber wir Lenkrad an. Ich habe die Reihe so viel später angefangen als zu und trotzdem vor dir fertig. Und meine Reihe ist länger. Mach dir gerade Reihenvergleich. Breitenvergleich, ne? Oh. Die Schnelligkeit. Ups. Sind nicht schneller fertig als ich. Ich habe versehentlich den Anhänger abgekoppelt. Anhänger vor allem, ne? Ja, die Seemaschine hier. Wenn man hier. Schau mal. Was machst du denn? Ich möchte kurz was ausprobieren. Da brauche ich jetzt. Wo sie runter? Ich zu. Hm? Ist dein Diplomat runtergeschaltet? Nein. Nee, es geht berg hoch. Achso. Wenn es auf die Ausdauer kommt, wird es ihnen immer ein bisschen schlapp. Ah, oh, Junge. Wie kindisch bist du? Ja! Ja!
Mach mal bitte gerade ein bisschen langsamer, weil ich muss hier links neben mir, muss ich noch mal ganz kurz drüber. So, sehe ich. Probieren das ist einfach mal so. Ach, ich muss aber noch... So. Und die Gülle schon fast riechen. Die haben geschissen, ne? Ja, ich freue mich. Na, ich sag's nicht. Was? Sag. Arc 2, ja, ja, nee, da bin ich jetzt mal ohne Mist, da bin ich eh gespannt. Wie das wird. Ja, ist ohne Mist. Mist ist noch da. Du müsst doch alles komplizierter machen, wie es schon ist, gell? Ehrlich? Ja, freilich. Freilich? Ne, so generell bin ich mal gespannt, was jetzt so nächste Zeit für Spiele rauskommen und wie die ganzen Spiele gestalten, weil gefühlt ist ja alles nur noch irgendwie Copy and Paste, so weißt du, was ich meine, so von der Art und Weise vom Spiel her. Ja, klar, du hast zwar andere Qualität und so, aber im Prinzip ist halt jedes Spiel, was rauskommt, gibt es schon irgendwie auf eine andere Art und Weise. Ja, aber Forest ist jetzt schon ein neues Level, würde ich sagen. Und ja, aber es gibt es auch schon. Gibt's ja, aber auch es schon. Ist ein neues gibt's Level von der... Eigentlich nicht. Okay. Darum freue ich mich auf Starfield. Da muss ich sagen, weiß ich nicht. Ein großes Fragezeichen. Ob ich mir es überhaupt hole, ob ich... Weiß ich nicht. Worauf ich mich aber wahrscheinlich am meisten freue, ist aufs Ende vom Jahr. Ende vom Jahr? Ja. Ich weiß zwar noch nicht genau, ab wann, vielleicht sogar schon ab September oder sowas. Wird der Arc wieder verschoben? Nein, wegen meinem Computer. Es müsste jetzt ja irgendwann Cities Skylines 2 rauskommen. Im September. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Bin ich echt gespannt, wie das wird. Das habe ich so gesuchtet. Aber irgendwann wurde es fad, weil mit den Mods und so kenne ich mich nicht aus. Es hat schon ein paar richtig nice Mods, wo du die Straßen so anpassen kannst und alles. Ja, ja, das sicher. Vor allem, ich glaube, wenn du mit den ganzen DLC spielst, ist es auch nochmal nice. Ja, aber ganz ehrlich, alle DLCs. 170 Euro alles zusammen, ne? Ja. Also ich habe ein paar DLCs halt. Da, wo man ein bisschen was schöner bauen kann. Ja, so Katastrophen waren, das war, finde ich, das Geilste. Oder ja, Green City. Alles zerstören. Es gibt so, bei gewissen Spielen ist es halt schon teilweise ganz geil, wenn du wirklich alle DLCs hast, ja. Es gibt aber auch so gewisse Spiele, wo du halt nicht unbedingt jedes DLC brauchst. Und reiche? Brauchst du auf keinen Fall alle. Aber nein! Es ist sicher cooler, wenn du alle hast. Bin leer. Ja, dann musst du gerade mal ganz kurz warten oder den. Hab noch 5 Meter. Ich hab noch 2 Reihen. So, dann schauen wir mal. Also wir machen das anders. Also, was man. Ich muss sagen, ich habe jetzt für das Feld 15.000 Liter gebraucht. Was? Das ist wenig. Das ist sehr wenig, ja. Aber er knallt zu viel drauf. Warum? Er knallt das drauf, was das Feld auch braucht. Nee, weil ich habe jetzt an... Dort ungefähr, was sind 140, ne? Dort, wo es 140 ist, habe ich jetzt 180 drauf. Aha. Also müsste man eigentlich... Vielleicht brauchst du den Sensor. Ne, habe ich ja drauf. Hast du drauf? Ja.
Okay. Also mit automatischer Ausbringmenge. Das kannst du ja die deaktivieren und dann die Ausbringmenge selber steuern. Das sind 5er Schritte. Warte Zeit. Danke. Ich hab's extra zurückgehalten. Ich glaube, wir werden die Grüne einfach verkaufen, oder? Boah. Ja, ich find's halt schon geil. Ja, ich find's auch geil. Vor allem, wenn man dann unser eigenes unsere eigene Scheiße auf die Felder knallen kann. Dann braucht man neben dem Haus auch eine Güllegrube. Da müssen wir eigentlich nichts mehr drauf machen. Ja. Probier jetzt das mal hier drüben mit ohne automatische Ausbringmenge. Ja, aber hier passt doch auch. Ne, hier passt auch noch. Hast du den Zubringer schon geholt, oder was? Nee. Nee. Hol ich jetzt. Echter Mann. Etwas. Oder kommt der Zubringer? Leute, der Zubringer kommt. Wup, wup. Muss ich hier irgendwas machen dann oder machst du das? Du kannst, glaube ich, überladen. Haben wir nicht das Bamsenholz drauf? Nee, ne? Nee. Kannst du? Du kannst. Aber Junge, das geht viel schneller. Sag ich doch, Sinan ist immer schneller. Oh, war das gerade knapp. Das ist Präzision. Ja, mein Freund. Ja, Präzision von mir, weil ich genau den richtigen Abstand hatte. Nee, nee, ich hab das gut eingeschätzt und souverän einkalkuliert. Da hinten ist aber noch eine kleine Ecke, die du da vergessen hast, ne? Ja, da hat's schon zu viel. So, wir brauchen jetzt hier 35. 30. 35. Das heißt, ach so. Dann muss ich eigentlich hier hochfahren. Leute, das ist schwierig, sage ich euch. Aber wir werden in Zukunft die ganze Gülle verteilt. Ja. Deine letzte Bahn, Niklas? Nee, einmal noch runter. Ist es hier, dass es so jetzt besser ist als... Also jetzt habe ich eigentlich überall einen perfekten Wert hier.
Heißt, der Chef persönlich macht Gülle ausfahren. Ich versuche jetzt mal überall mit den, was habe ich eingestellt? 20, machen wir 30 Kilo. Und dann könnte das passen. Wie viel Prozent hast du noch drin? Ja, 91. Ich warte, bis Niklas hier die letzte Bahn. Ja, komm ich gleich. Ich weiß halt nicht, wenn wir zum Beispiel uns für ein Güllefass entscheiden würden, dass die Gülle rausspritzt, statt ein Schleppschlauch. Oder eingrubbert. Ob das anders ist. Wenn es vorher eingrubbert, dann müssen wir das sehen danach machen, oder was? Hm. Oder wie läuft das dann? Gute Frage. Noch hier. Hier, Bause. Also hier hat Stickstoff ist auf Null, ne? Bist du durch? Jo. Super. Bin immer durch. Und das wissen wir. Ich denke, ein Versuch ist es wert. Wenn sich klar, dann. Soll schon schief gehen. Weil die Feldfrucht zerstört, aber sonst. Gibt Schlimmeres, oder? Es sind ja nur zwei kleine Felder. Ja. Bin gespannt auf den Umweltbonus. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht. Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, so mit 30 Kilo war man also, nicht schlecht. Das Mähwerk haben wir noch, ne? Ja, Mähwerk und Schwader haben wir noch. Und wenn, da brauchen wir auch nicht, weil wir haben eine Heutrocknung. Ja. Baum. Das weißt du, wo die Walze steht? Ja. Der Walze bist hier relativ schnell drüber. Was halt ist, bei der automatischen Ausbringmenge, ist mir jetzt gerade aufgefallen, bei der bereit gegüllten Fläche bringst du halt ohne automatische Ausbringmenge immer noch aus. Ja, weil er dann nicht aufs Ding zurückgreift, ne? Aus Precision Farming, ne? Ja. Bleib stehen! Weiter geht's. Ja doch, aus Precision Farming schon, aber halt auf dem Sensor nicht.
Wenn ich jetzt über das Feld fahre, mache ich die Frucht eigentlich noch nicht kaputt, ne? Erst wenn das erste Grün da ist oder so, ne? Genau. Zweites Grün, glaube ich, oder? Beim ersten Grün, glaube ich schon. Wo ich die Düngetechnik auf jeden Fall sehe, ist Wiese. Wiese düngen. Ja. Kannst du nicht viel falsch machen. Stimmt. Auf den Feldern weiß ich nicht. Ja, das testen wir jetzt einfach. Aber ich denke mal, da wird nichts schief gehen. Nee, wegen den 2-3%, die wir verlieren. Bin ich gespannt. Ich setze jetzt das erste Mal Precision Farming und Gülletechnik zusammen ein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich den LS spiele, es gibt so gewisse Dinge, die ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, wo ich einfach keine Lust drauf habe oder wo ich schon ausprobiert habe und für mich dann entschieden habe, so nein, mache ich nicht. Und zwar ist das alles, was mit Ballen und mit Gülle und sowas zu tun hat. Mhm. Das macht mir einfach keinen Spaß, da habe ich keine Lust drauf. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, halt wirklich mit der Ballenpresse quasi dann hinterher zu fahren und dann Quaderballen draus zu machen oder sowas. Aber jetzt nicht irgendwie hier von wegen Silageballen und sowas, das stelle ich mir nicht wirklich spaßig vor. Das ist schon lustig. In dem Ton, wie er es sagt, das ist schon lustig. Alles, was mit Silage oder so zu tun hat, ist das, was du jetzt gerade noch im Tank hast, sollte eigentlich für die zwei Bahnen dann noch reichen, oder? Ja, ja, noch 65%. Easy peasy. Aber ihr könnt das gerne mal, würde mich nämlich wundernehmen, in die Kommentare schreiben, wie ihr mit Precision Farming Gülle ausbringt. Und ihr habt gesehen, automatische Ausbringmenge bringt viel zu viel Gülle aus. Wie macht ihr das? Haben wir da irgendeinen speziellen Trick vergessen oder irgendwas nicht beachtet? Haut es mal raus. Gerätschaften, ja. Was auch immer. Könnt aber auch gerne, wenn ihr mögt, einfach so mal in die Kommentare schreiben mit irgendwelchen Anregungen von Sachen, die wir zum Beispiel mal ausprobieren können. Robby, probier's mal mit dem Sensor, den du vorne dranhängst. Kein Zuckerrohr. Gut, Zuckerrohr zu dritt? Vielleicht. Nein. Zuckerrohr ist tatsächlich gar nicht so nervig. Genauso wie Pappeln. Aber es ist halt eine dezent nervige Arbeit, aber es hält sich Grenzen. Das könnte natürlich sein, ne? Machen wir nächste Feld, ne? Beim nächsten Mal Test. Automatische Ausbringmenge mit dem Isaria-Gerät vorne dran. Weil das, was ich jetzt drauf habe auf dem Güllefass, das misst ja nur den Stickstoffgehalt der Gülle. Ja, eben. Und der Sensor misst dann das Feld, ne? Ja. Wobei man auch sagen muss, da steht, misst der Stickstoffgehalt deiner Pflanzen. Wie ist es denn, wenn wir keine Pflanzen auf dem Feld haben? Eben. Ach, ja. Schwierig.
Ja. Aber dann macht es natürlich wieder Sinn, mit Fahrspuren zu spielen. Ja? Nein. So. Hab hier noch 7000 Liter Gülle drin. Meine kleine Frage, wer hat sich schon vorhin um die Tiere gekümmert? Welche? Alle. Ich habe einen Kühen reingemacht und Schweine. Ich habe so das Gefühl, dass die Ziegen generell immer so an letzter Stelle stehen. Warum? Die waren so vorher noch okay. Wasser ist auf null. Okay. Wäre halt ganz cool, wenn du da in Zukunft... Ja, Heu auch. Warum ist Heu auch auf null? Die Ziegenmilch, wenn du die dann abholst, dass du vielleicht gerade mal schnell aufs Wasser guckst und im Notfall gerade mal eine Ladung da reinschmeißt. Ja, aber Heu ist auch auf null. Warum ist Heu auf null? Die waren voll und da waren noch, ich glaube, 8000 Liter. Ah, weißt du wieso? Ja, weil vorher noch Ballen drauf lagen auf dem Futterdrogen. Die jetzt wahrscheinlich wieder. Und wir haben 2 Monate quasi jetzt übersprungen. Also. Ja. Was mache ich mit den 7000 Liter Gülle? Heuballen? Ja, weg halt damit. Da wäre praktisch gewesen, die wieder ins Fass zurück zu. Ja, das ist schon voll. Ja. Das habe ich vorher nicht bedacht. Das ist mir dann erst im Nachhinein gekommen, als ich das fast schon voll hatte. Mhm. Mal eine ausrechnen, dann, 7000 Liter. Na komm, das schenken wir der BGA. Ja, verkaufst oder mach auch keine Ahnung was damit. Da geht ja glaube ich nur BGA. Ja, das bisschen da, ganz ehrlich, das bringt eh nicht viel. Aber Futter haben die Ziegen jetzt wieder. Wie sieht's denn aus mit den Heuballen oder was? Oder was machen wir da hin? Hm? Bei den Ziegen Heuballen? Habe ich schon drin und nicht schon. Ah, okay, gut. Wie sieht's aus mit Wasser? Hast du dich da auch schon drum gekümmert oder soll ich gerade? Nee, das kannst du machen, dann weibt sich weiter. Ja, ist Leute, aber. Fast voll. Was? Ja, das Holzfass hat noch Milch drin. Da kannst du gleich gucken, ob noch reingekippt gehört in die Käseproduktion. Ja, das andere, das ist leer. Nimm ich das. Würde man das Güllefass zurückgeben? Ja. Ja, Leute, aber währenddem wir noch die Tiere versorgen, wende ich schon mal die Aufnahme. Nein. Ja, doch. Warte, ich hab's versucht. Ja, Niklas, ich meine, du kannst gerne die Abmachung machen. Wollte gerade sagen, Niklas, willst du die Abmoderation machen? Nee, wir haben eine Ausmachung. Ausmachung, genau, ja. Komm. Und eine Antun. Das schaffst du schon. Trau dich. Ja, wenn. Ja, keine Hose, hä? Angst, Potter? ja, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und wir würden uns auch sehr über einen Kommentar freuen. Schaut auf meinem Discord vorbei. Und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ja.